Hast du wirklich einen tollen Ersatz gefunden? Ja, ist doch toll. Jetzt freu dich doch mal ein bisschen für mich. Wieso? Du freust dich doch eh schon für zwei, dass du so einen tollen großen Mann gefunden hast, oder? Hey, Model musst du mal groß sein. Ja, aber deshalb muss man nicht an Models in irgendwelchen Kabinen rumfingern, oder? Ich habe den Sitz der Kleidung überprüft. Schließlich bin ich die Einzige, die weiß, wie die Sachen getragen werden müssen. Ah, klar. Raul weiß nicht, wie man sich anzieht, oder? Wie fühlt er sich denn an? Eifersucht ist das eine, Charlie. Aber mach dich jetzt bitte nicht kleiner, als du bist. Was soll denn das heißen? Das heißt, dass du den ganzen Tag schon irgendwie total kleinkariert bist. Wohin jetzt damit? Ja, am besten da in die Ecke. Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht gesehen. Du hast dich ja ganz schön entwickelt. Na ja, dann lass dich mal. Ey, Finger weg! 25 Euro macht es dann. Wer? Was? Okay, komm schon, ich bin gerade erst angekommen. Ich muss jetzt auflegen. Tschüss! Onkel Thorsten! Ich freue mich so, dich zu sehen. Hallo. Hallo. Auch. Was ist denn jetzt mit meinem Geld, bitte? Ja, bist du so lieb und zahlst du das? Ich wollte ja Geld abheben, aber ich habe leider keinen Automaten gefunden. Sicher. 25 Euro. Mhm. Ja, danke für die Mühe. Auf Wiedersehen. Wie großzügig. Ich glaube, hier werde ich mich wohlfühlen. Das ist schön. Na ja, ich müsste bestimmt noch mal ein bisschen was umdekorieren. Farbe, neue Möbel. Neue Möbel? Deine Mutter hat mir gar nicht gesagt, dass du Kinder hast. Hab ich auch nicht. Hab die Sachen für die Kinder von Freunden besorgt. Zum Geburtstag, weißt du? Ich weiß überhaupt nicht, was die Frauen an dem Raul finden. Das ist doch voll der Schleimer. Jetzt komm mal wieder runter von deinem Eifersuchtstreff. Nicht er oder Feli haben sich doof verhalten, sondern du. Fällst du mir auch noch in den Rücken, oder was? Mein Gott, für Feli war das Fotoshooting wirklich wichtig. Und anstatt sich für sie zu freuen und sie zu unterstützen, machst du diese albernen Vorwürfe. Oh, er ist so charmant, er sieht so gut aus, er ist so groß. Sie hat es einfach nur praktisch gesehen. Er hat in ihre Klamotten gepasst, das ist alles. Hey, und falls dir noch nicht aufgefallen ist, Raul knutscht mit Annika, nicht mit Feli. Ja, schon, aber ich glaube, wenn er sie haben wollte, dann... Ach, mein Gott, hör auf mit dem Scheiß. Geh zu Feli und sag ihr, dass es dir leid tut. Nee, auf keinen Fall. Er wollte gar nicht mehr aufhören mit Üben. Ich musste direkt ein Machtwort sprechen, dass er endlich Schluss macht. Danke. Und woher der plötzliche Sinneswandel? Keine Ahnung, wahrscheinlich war es nur eine Phase. Und jetzt hat er die Freude am Klavierspielen wiederentdeckt, beziehungsweise die Freude an der Musik. Und die Angst vorm Vorentscheid ist einfach weg? Frank, ich weiß es nicht. Er hat mich gestern alles über seinen Auftritt gefragt, aber da war keine Spur von Angst, eher so eine Art Vorfreude, wirklich. Na, schön wäre es ja. Wenn ich nämlich weiter so beim Skat verliere wie gestern, dann muss der Junge mit Klavierspielen das Geld ranschaffen. Hatte ich meinem Bärchen nicht verboten, um Kohle zu spielen? Ach, das war einfach gestern. Du hast gesagt, du musst doch noch gar nicht. Ich
Ich werde nicht zu Vornscheid gehen. Oh, das sieht ja klasse aus. Oh, ich liebe Erdmarmelade. Und wie die Brötchen duften. Frisch aus der Bäckerei. Ich habe so toll geschlafen. Jetzt noch ein so tolles Frühstück. Hm. Warst du schon mal auf dem Polonius? Im Funkturm? Noch nie. Und die Flora? Das ist sehr schön. Interessante Pflanzen gibt's da. Und das Schokoladenmuseum. Das musst du mir auch unbedingt zeigen. Ich weiß nicht. Ich bin gar nicht der Typ dafür. Ich hasse Stadtführung. Du hast früher mal so lustig erzählt. Ich wette, du bist bestimmt der beste Reiseführer in ganz Köln. Ach komm. Ja, ein gewisses Talent, sagt man mir nach. Gut. Dann beeilen wir uns jetzt, umso schneller können wir los. Heute? Nein, Lilly, das geht nicht. Ich muss ins Geschäft und du musst in die Schule. Im Erich-Kästner-Gymnasium erwartet man mich doch erst übermorgen. Aber mich erwartet man im M&P täglich. Ich werde da gebraucht. Du musst auch mal loslassen können. Ein Tag ohne Alltagsstress. Dann brauchst du auch diesen Magentee nicht mehr. Naja, und von den Tabletten ganz abgesehen. Ein Thorsten Fechner drückt sich nicht vor der Pflicht. Blau machen gibt's bei mir nicht. Zwischenstopp, ja, ich muss kurz mit Annalena reden. Alles klar, tschüss. Hallo. Hallo, Schatz. Hi, Lino. Hi. Sag mal, hast du was aus Timmy rausbekommen? Den Weg zur Schule hat er keinen Ton gesagt. Wer denn? Geh du mal ins Latte und trink ein Käffchen, ja? 5 Minuten. Alles klar, Schatz. Ja, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte ihn zur Schule gebracht. Ja, klar, weil er sich mir nicht anvertraut, oder was? Ja, du stehst mehr für das ganze Jugendmusiziert-Gedöns. Du machst mehr Druck. Diese ganze Klaviergeschichte. Ich bin an allem schuld, ich weiß. Aber vielleicht lässt du mich einfach mal ausreden, Mr. Oberschlau, hm? Bitte? Danke. Als wir dann bei der Schule waren, hat er endlich mit der Sprache rausgerückt. Es ist wegen Ann-Kathrin. Deswegen will er nicht zum Vorspiel. Verstehe ich nicht. Er hat einfach Angst, dass sie ihn auslacht, wenn er versagt. Mein Sohn hat Angst vor kleinen Mädchen. Oh Gott, du bist so sensibel. Hey, er steht auf die Kleine und er will ihr eben imponieren. Natürlich. Er will sich vor ihr nicht blamieren. So gesehen ist seine Entscheidung gar nicht so falsch. Irgendwann schenke ich dem mal ein Buch über Pädagogik. Aber es wäre total Mist, wenn er jetzt kneifen würde. Das könnte sich als Trauma durch sein ganzes Leben ziehen. Die Konsequenz davon wäre, dass auch wenn er irgendwas perfekt beherrscht, er trotzdem versagen würde. Selbst wenn du recht hast. Er schien mir sehr entschlossen. Wie willst du ihn denn dazu bringen, sich anders zu entscheiden? Keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht zulassen, dass mein Kind sich seinen Platz im Leben nicht erkämpfen kann, weil er jetzt vor dem Vorspiel wegläuft. Köstlich. Oh, du bist wirklich die beste Mama der Welt. Danke. Mom. Verzeihung, könnte ich wohl kurz mal deinen Salzstreuer entführen? Wenn du kein Lösegeld forderst. Dein Lächeln war schon Lösegeld genug. Sei froh, dass Charlie jetzt nicht hier ist. Er hätte dem glatt das Essen über den Kopf gezogen. Sag mal, hast du eigentlich noch mal mit ihm geredet nach seinem Auftritt gestern? Weder gesprochen noch gesehen. Heute hat er in der WG geschlafen. Der fühlt sich wirklich auf wie so ein eifersüchtiges Rumpelstilzchen. Hm. Aber ich glaube, das ist auch sein Problem, seine Körpergröße. Muss ich das jetzt verstehen? Feli, es wird dir wohl schon aufgefallen sein, aber Charlie ist ein bisschen klein. Ja, aber das ist doch völlig unwichtig. Und vor allem rechtfertigt es nicht seine kindische Eifersucht auf Raul. Ja, aber es erklärt sie. Ich meine, Raul und Charlie, das sind zwei verschiedene Welten. Raul ist groß und charmant und Charlie ist... Hey, für mich ist Charlie ein schöner Mann. Ich liebe ihn. Das mag ja sein. Aber Fakt ist nun mal, dass kleinwüchsige Männer eben eifersüchtiger sind als normalwüchsige Männer. Wie sich das anhört. Charlie ist doch kein Gnom. Ja, aber er fühlt sich so, wenn er sich mit einem Typen wie mit Raul vergleicht. Komisch. Charlie hat noch nie den Eindruck gemacht, als hätte er irgendein Problem mit seiner Größe, Toni. Feli, wir wissen oftmals nicht von den Problemen anderer. Deswegen verletzen wir sie ja auch unbewusst. Oh Gott, shit, Toni. Ich habe dauernd das Wort klein benutzt. Er soll sich nicht kleiner machen, als er ist. Er wäre kleinkariert. Und er meinte, ich würde ihn verspotten. Jetzt verstehe ich das erst. Siehst du,
Warum kann Charlie nicht einfach über sowas lachen? Warum so kleinlich? Warum sagt er nicht einfach Kleinigkeit, Kleines? Keine Kleinigkeiten mehr. Hast du Ankatrin Fahrrad gesehen? Genau so eins will ich auch, Mama. Drei Gänge und so eine Federung. Jetzt warte mal bis zum Geburtstag, okay? Aber dann könnte ich immer mit Ankatrin zusammenfahren, in die Schule und so. Also die paar Schritte kann man jetzt auch zu Fuß gehen. Aber wir schauen mal. So, jetzt setzt euch mal hin. Und sucht euch mal aus, was ihr haben wollt. Hm? Wie war es heute in der Schule? Lustig. Jeder musste vorspielen, was er gestern gemacht hat. Und die anderen mussten es erraten. Aha, und was hast du gemacht? Wie ich Klavier spiele. Ja, schön. Lernst du auch irgendein Instrument an, Katrin? Nein, aber meine Schwester lernt Geige. Wenn die spielt, das hört sich grauenvoll an. Die verspielt sich immer. Ja, aber das ist doch ganz normal, dass man sich mal verspielt, gerade wenn man ein Instrument erst lernt. Ja klar, mein Vater sagt immer, Übung macht den Meister. Aber meine Schwester, die gibt immer so an. Dabei wird sie nie so gut wie Timmy. Der verspielt sich nämlich nie. Und das darf ein Superstar auch nicht. Der Dom hat sich echt gelohnt. Was für eine Sicht. Irre. Ist das hier eine Abkürzung? Ja. Wenn wir schon mal da sind, kann ich auch mal kurz Hallo sagen. Ach, kaum bin ich mal nicht da, geht's hier drunter und drüber. Warum sind Sie nicht im Versandbüro? Wo ist Annalena? Guten Tag, Herr Fechner. Annalena ist heute schon mittags gegangen, was sie Ihnen gestern auch angekündigt hat. Ich habe hier nur kurz eine Kundin bedient und gehe jetzt gleich wieder in mein Büro. Sie müssen mit mir nicht wie mit einem Idioten reden. Ist Ihr wichtiger Termin schon vorbei? Ich meine, bleiben Sie jetzt hier? Nein, es gibt noch viel, sehr viel zu tun. Muss ja unglaublich wichtig sein, wenn Sie dafür nicht zur Arbeit kommen. Grille Klamotten hast du hier, Onkel Thorsten. Das ist der Lili. Ihr Patenkind. Hallo, ich bin Jenny. Hallo, Jenny. Ich habe mir dich irgendwie anders vorgestellt. Kleiner und jünger. Jedenfalls, wenn sie schon mal da ist, wollte ich ihr natürlich ein wenig von der Stadt zeigen. Er ist ein super Reiseführer. Und so spontan. Hat einfach heute zum freien Tag erklärt. Naja, ich kann sie ja nicht alleine durch die Großstadt laufen lassen. Natürlich nicht. Und was habt ihr jetzt vor? Jetzt gehen wir einkaufen. Komm, Onkel Thorsten. Tschüss, Jenny. Tschüss. Nur ein paar Lebensmittel, das nötig ist. Schule bringen, arbeiten, Tim wieder abholen, ihn dir übergeben, dann zum Zahnarzt und jetzt auch noch einkaufen, ganz toll. Frag mich mal, meinst du, der Bürokram hier macht mir Spaß? Sag mal, wo ist denn Timmy? Was macht er denn? Ich höre ihn gar nicht. Der ist mit zwei Freunden und deren Müttern auf dem Spielplatz. Wolltest du nicht versuchen, ihn ans Klavier zu kriegen? Er wollte aber nicht. Soll ich ihm am Klavier festnageln? Er will halt nicht Klavier spielen und an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wir müssen ihn aber irgendwie dazu bringen. Wir waren uns doch einig, dass wir ihm nicht zu viel Druck machen. Oder muss er da erst noch ein paar Mal ins Bett pinkeln? Also jetzt komm, jetzt mach kein Drama aus dieser Geschichte, Frank. Das kann Kindern in seinem Alter durchaus noch mal passieren. Ich glaube nicht, dass es am Vorspielen liegt. Ja. Leg dir nun alles zurecht, wie du es brauchst. Ich lege mir überhaupt nichts zurecht. Ich habe nur langsam die Nase voll von deiner Inkonsequenz. Ich will einfach nicht, dass unser junger Mann Weichei wird. Dass er vor jeder Mathearbeit oder vor jedem Sportwettbewerb unter meinen Rockzipfel flüchtet. Das will ich doch auch nicht. Aber er hat vorhin geweint, als ich ihn nicht mit seinen Freunden auf den Spielplatz lassen wollte. Ja, weil er mittlerweile weiß, dass es bei dir funktioniert. Ein bisschen mir tut die Hand weh, ein bisschen weinen, ein bisschen ins Bett machen. Verzeihung, dass ich meinem Sohn offensichtlich nicht die nötige Härte angedeihen lasse. Frank, mal von allem abgesehen, Timmy hat Talent. Und er wird uns später bestimmt mal dankbar sein, dass wir ihm nicht nachgegeben haben. Ich finde einfach, wir sind es ihm schuldig, konsequent zu bleiben. Sag mal, geht es dir eigentlich noch um unseren Sohn? Oder geht es dir darum, mit seiner Hilfe deinen Ehrgeiz zu befriedigen? Darf ich mal? Hey, Feli, bist du da?
Wir sind echt ein super Einkaufsteam, Onkel Thorsten. Super Team, ja, ja. Du kaufst dich zahle. Ich glaube, ich habe jetzt eine Schuhladenphobie. Du bist der beste Patenonkel der Welt. Sowas von super lieb und total großzügig. Naja, man lebt ja nur einmal. Und so viele Patenkinder habe ich nun auch nicht. Oma Fechner hat schon recht. Wieso? Womit? Naja, sie meinte, dass ich mich bei dir extrem wohlfühlen würde. Und jetzt ziehe ich mir das Kleid an, das du mir gekauft hast. Ich mache mich schön und dann gehen wir beide so richtig schick essen. Bedeutet schick teuer? Es mag ja sein, dass ich als Kind bestimmte Sachen nicht gehabt habe. Aber gerade deshalb will ich, dass es Timmy besser hat. Ich weiß ja, dass du es gut meinst. Und ich befriedige garantiert nicht meinen Ehrgeiz mit Timmy. Das hättest du dir echt sparen können, Frankfurt was. Ich gebe ja zu, da bin ich vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Du hast ja recht. Es schadet ja nicht, wenn man sein Kind fordert und wenn man nicht immer gleich klein beigibt, wenn es halt mal nicht so will, ne? Ich meine, da bin ich wahrscheinlich wirklich ein bisschen inkonsequent, manchmal. Ich will ja auch nicht, dass Timmy irgendwie verwöhnt und ängstlich wird. Aber ich habe halt Angst, dass wir ihm zu viel zumuten. Was machen wir denn jetzt? Ich hole ihn jetzt gleich vom Spielplatz ab. Ja, und dann? Dann mache ich uns Abendessen. Aber morgen ist doch das Vorspielen. Ich weiß. Ja, sollen wir, ich meine, willst du da nicht noch mal mit ihm reden? Warum? Naja, wäre doch blöd, wenn er an dem Vorspiel nicht teilnimmt. Wo das doch so eine große Chance ist. Okay, ich rede noch mal mit ihm. Aber nicht zu streng. Frank. Ich werde ihm ganz einfach erklären, was es für Vorzüge hat, wenn er weiter Klavier spielt und wenn er an diesem Vorspielen teilnimmt. Und das alles ganz ruhig und vernünftig, ohne Druck. Was soll ich machen? Ich kann ihr einfach nichts abschlagen. Sie hat so eine Art, da fällt mir nichts mehr ein. Als ob ich keinen eigenen Willen mehr hätte. Na, es ist ja nicht für lange. In spätestens einem Monat ist der Spuk vorbei und Lilly wieder bei ihrem Vater. Onkel Thorsten, verstehe ich mich klasse. Ja, ich bin richtig froh, dass ich hier sein kann. Nein, nein, das war nicht die Freundin. Er hat zwei Papageien, die sind von einer Bekannten, ja. Die ist gerade im Urlaub. Er nimmt alle Geschöpfe auf, deren Herrchen gerade nicht daheim sind. Genau wie mich. Ob das ein Problem wäre? Bestimmt nicht. Oder was meinst du, Onkel Thorsten? Nein, ich glaube nicht. Hast du gehört? Es gibt kein Problem. Was denn? Papa muss jetzt doch noch etwas länger in Afrika bleiben. Er wird da unheimlich dringend gebraucht. Ah ja, verstehe. Aber was für ein Problem? Ich müsste noch 2 Monate länger bei dir wohnen. Was sagst du, Daddy? Oder länger? Ginge das? Nicht so schlecht. Hm? Hm? Wer ist schon Raul Garcia? Charlie! Oh Gott, Charlie! Was ist denn? Das ist denn so witzig? Entschuldige, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass ich in einer zu großen Jacke da stehe. Ja, klar. Hey, komm, sei nicht sauer. Es sieht doch wirklich total süß aus. Süß? Charlie, bitte! Feli, wenn du was Süßes brauchst, dann hol den Kuscheltier zum Knuddeln. Also, du hast wirklich ein Händchen für den Jungen. Jetzt spielt er schon seit einer Stunde ununterbrochen. Er hat eben eingesehen, dass er fürs Vorspielen morgen fit sein muss. Wie machst du das nur? Wieso will er jetzt doch teilnehmen? Ich kapiere das nicht. Ich habe ihm einfach ganz ruhig erklärt, wie wichtig es für seine Zukunft ist, dass er jetzt nicht einfach aufgibt. Ja, aber das habe ich ihm doch auch schon gesagt.
dass er sich seiner Angst stellen muss und so. Aber mir hat er nur geheult und total dicht gemacht. Okay, ich verrat's dir. Ich habe ihm gesagt, dass er sonst ins Heim muss, wenn er sich jetzt nicht endlich anstrengt und zur Befriedigung meines krankhaften Ehrgeizes das Beste gibt. Ich hatte es doch nicht so gemeint. Ist Papa weg? Ja, im Bad. Was gibt's denn? Mit dem Fahrrad. Wegen dem Vorspiel. Ich mach's ja. Aber du hast es mir wirklich versprochen, oder? Wenn die Mama dir sagt, dass du ein ganz tolles Sportrad mit 18 Gängen bekommst, dann kriegst du das auch. Wir kaufen es gleich morgen nach dem Vorspiel, okay? Aber das ist unser Geheimnis. Davon sagen wir dem Papa nichts, ja? Gut. Ich sehe jetzt eigentlich echt nicht ein, warum ich zu ihr gehen soll. Alter, mach es. Entschuldige dich. Aber sie hat mich doch ausgelacht, nicht ich sie, ja? Das war nie im Leben böse gemeint. Alter, ich sag dir eins, Feli liebt dich. Die finde mich süß. Genau das, was ein Mann sein will, oder? Also wenn du das mit deiner Eifersucht nicht in den Griff bekommst, dann... dann nicht mal mehr das. Das sage ich dir als Freund. Vertreib Feli nicht. Und jetzt geh zu ihr. Meinst du echt? Ja, Mann, sei ein Mann. Küss sie oder tu sonst was. Und zwar sofort. Okay. Ich geh jetzt hin. Nicht so lasch, Alter. Mehr Feuer im Arsch. Ja, ich gehe hin. Also, mach's gut, bis dann schon. Schaut euch meine Haut an. Keine Unreinheiten zu sehen. Neu. Entdeckt Pure Zone, das erste Programm für langanhaltende Reinheit von L'Oréal Paris. Schlägt Hautunreinheiten in nur 3 Schritten K.O. Pure Zone von L'Oréal reinigt tiefenwirksam, verfeinert die Poren, vermindert das Nachfetten der Haut. Überzeugt euch, meine Haut ist rein und soll es auch bleiben. Neu. Das Pure Zone-Programm von L'Oréal Paris. Weil ihr es euch wert seid.